Wunderschön, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich habe ein neues Paket bekommen. Das werden wir jetzt erstmal auspacken. Mal gucken, wie wir das richtig auspacken. Ich glaube hier unten auch. Da ist da was drin von Yamaha. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Ich hatte ja schon mal Yamaha Kopfhörer. Und da haben wir jetzt die Frage gestellt bekommen, ob ich noch mal Yamaha Kopfhörer zeigen möchte. Link packe ich euch dazu natürlich in die Videobeschreibung. Wir machen jetzt auch nur erstmal ein Unboxing und ein Hardware-Video. Wir gucken uns die Hardware dann genauer an. Und dann werde ich es noch testen, weil ich noch gerade die anderen Kopfhörer teste. Und ich möchte halt nicht so viele gleichzeitig testen. So, das sind die Yamaha HP-MT8 Studio Headphone. Vom ersten Bild sehen die schon echt schicki aus. Ich zeige euch das nochmal. So. So sehen die aus. Hier hinten haben wir dann was mit bei ist. Also die Kopfhörer, die man zusammenklappen kann. Kabel, also Beutel, dann ein 6 mm Klinke, also von 3,5 mm auf 6,3 mm Klinke. Dann haben wir ein 1,1 Meter Kabel und einen 3 Meter Kabel oder so. 3 Meter ist aber echt lang. Das werden wir uns dann erstmal gleich angucken. So, wo machen wir das jetzt auf? Ach, unten. Na, komm hoch. Moment, mein Händen. Mittagessen. So. Dann, ich mache das mal so ein bisschen schräg. Da haben wir dann einmal so eine schwarze Klappe, die wir abheben. Und dahinter sind Kabel versteckt, so wie ihr das seht. Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt rankommen von der Seite. So. Brauchen wir halt hier die Seite so ein Stück aufmachen. Hier unten runterhebeln. So. Und so. Zu. Und dann haben wir halt hier noch eine Bedienungsanleitung. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen werden. Dann haben wir den Kopfhörer hier so schön schräg drin. Ja, seht ihr das, dass es schräg drin ist? So. Ja. Da haben wir als erstes dann die Tasche und schöne mit Yamaha-Logo. Finde ich gut. Also wenn ich mal Marke hole, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt im Video, auch wenn es nur ein USB-Kabel ist, dann möchte ich das Logo von der Firma schon gerne drauf haben. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es halt schöner als so ein blankes Ding. So, dann haben wir die Kopfhörer. Da gucken wir uns gleich dann im Hardware-Video genauer an. Unten drunter ist nichts. So, nichts drunter versteckt. So, also wenn ihr die kauft, habt ihr einmal die Yamaha Kopfhörer mit bei, logischerweise. Dann habt ihr eine Tüte mit bei, die aus Stoff sein wird, denke ich mal. Da gucken wir uns dann im Hardware-Video alles ganz genau an. Und ihr habt dreimal Kabel mit bei. Ach, hier, das ist so ein eingedrehter. Das ist, glaube ich, 2,5 mm Klinke auf großen. Da gucken wir uns dann im Hardware-Video ganz genau an. Und hier haben wir dann auch nochmal 2,5 mm auf Normalklinke. So, ja, mit Schraubverschluss. Ich denke mal für den Adapter. Aber das werden wir uns gleich im Video, im Hardware-Video ganz genau angucken. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Das Hardware-Video werde ich euch hier irgendwie verlinken oder in die Infocard packen oder kommt gleich als nächstes. Ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, vergesst nicht die Bimmelglocke zu drücken, damit ihr Bescheid bekommt. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.